Herzlich willkommen zur 14. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir beschäftigen uns heute mit den dynamischen Datenstrukturen. Wir werden uns heute gar nicht lange mit der Theorie beschäftigen. Wir werden ein ausführliches Beispiel betrachten. Nur kurz als Wiederholung. Wir können mit malloc oder calloc dynamische Felder anlegen, indem wir den Speicher zur Laufzeit allokieren. Hier nochmal das Beispiel für ein Feld vom Typ Double. Wir übergeben malloc die gewünschte Feldgröße multipliziert mit der Elementgröße bei Double Size of Double. Danach können wir das Feld wie ein statisches Feld verarbeiten. Das heißt, wir können bis auf den Index Size-1 zugreifen. Wir haben auch gehört, wir können mit realloc die Größe des Feldes ändern. Das heißt, wir sind nicht auf die Grenze, die wir beim Allokieren einmal vorgeben, angewiesen. Anstelle mit malloc können wir das gleiche Beispiel mit calloc durchführen. Calloc hat den Vorteil, dass der Speicher initialisiert, also mit Nullen bereits aufgefüllt ist. Bei calloc übergeben wir die Anzahl getrennt von der Größe des Feldelements. Ja, und schließlich noch zum Allokieren von Datenstrukturen. Hier mal eine Datenstruktur, die fixe Größen von Zeichenketten aufweist. Wir wissen schon, das könnten wir auch natürlich durch dynamische Arrays ersetzen. Unser Charakter-Vorname der Größe 32 könnte natürlich auch ein Charakter-Pointer-Vorname sein. Dann würde ich in der Struktur nochmal zusätzlich Speicher für Vorname, Namen und Adresse anfordern. Um die Komplexität nicht zu erhöhen, habe ich jetzt mal hier bei dem Beispiel fixe Größen angenommen. Ich möchte Sie nochmal daran erinnern, dass wir Zeiger immer mit Null initialisieren sollten. Und das Allokieren des Speichers für die Struktur erfolgt mit malloc oder alternativ mit calloc. Und wir übergeben natürlich die Größe in Bytes der Struktur an den Aufruf von malloc. Das Beispiel fordert jetzt Speicher für eine Struktur an. Wir könnten damit natürlich auch sofort ein Feld anlegen, indem wir die Size of T-Kunde noch mit einem Faktor multiplizieren, also mit der gewünschten Größe des Feldes. Und Sie sehen auf der Folie alternativ noch den Typecast. Den liest man sehr häufig in C-Programmen. Er ist nicht erforderlich, wie wir wissen. Malloc liefert einen Void-Pointer zurück, das heißt ein Cast ist nicht erforderlich. Wenn Sie allerdings C++ programmieren, dann ist C++ strikter als C. C++ erfordert auch bei einem Void-Zeiger einen expliziten Typecast. Hier, um jetzt ein Strukturelement mit Daten zu füllen, hier nochmal auf der Folie der Hinweis, und das ist blau umringelt. Wir müssen natürlich bei den Strukturen den Pfeiloperator nehmen und nochmal als Erinnerung für die Strings, wir müssen natürlich String Copy verwenden, um die Zeichenketten in die Struktur hinein zu kopieren. Ja, und auch wie das letzte Mal bereits gezeigt, nach der Verwendung geben wir die Struktur wieder mit Free frei und setzen die Variable, den Zeiger, auf Null. In der Praxis werden wir Strukturen nicht einzeln anlegen, vielmehr schreiben wir uns eine Funktion, die das Anlegen einer Struktur und das Befüllen der Strukturelemente ermöglicht. Man nennt sowas eine Fabrikmethode, die ist vergleichbar mit einem Konstruktor in Java oder einem Konstruktor in C++, der ein Objekt einer Klasse erstellt. Das heißt, unsere Funktion hier, createKunde, bekommt als Parameter, jeweils als Zeiger, Vorname, Nachname und Adresse, sowie als Longwert die Kundennummer. Die Funktion legt eine lokale Variable als Zeiger an, allokiert mit malloc den Speicher und weist bei Erfolg den Strukturelementen die entsprechenden Parameter zu. Sollte der Aufruf von malloc fehlschlagen, so gibt die Funktion automatisch Null zurück. Eine aufrufende Funktion kann also den Rückgabewert auf Null prüfen. Jetzt sei in dem Zusammenhang nochmal darauf hingewiesen, das Allokieren von Speicher sollte immer mit Hilfe von SizeOf erfolgen. Ich sehe es manchmal in Klausuren, dass Studierende ausrechnen, wie viele Bytes jetzt tatsächlich gebraucht werden. Also wir hatten 32 Vorname, 32 Nachname sind 64, plus die 256 und dann vielleicht noch 4 für Long. Wenn ich sowas in der Prüfung lese, auch wenn es natürlich viel Zeit kostet, dann gibt es in der Regel einen Punktabzug,
weil Sie unbedingt SizeOf verwenden müssen. Also bei char unterringe ich das Ganze noch, wenn Sie für Vorname mit 32 char einfach malloc 32 schreiben, dann ist es okay, weil char als ein Byte definiert ist. Bei den anderen Typen sind die Größen eben abhängig vom Compiler und der eingesetzten Maschine. Das heißt, hier müssen Sie unbedingt SizeOf verwenden. Und gerade bei Strukturen macht es keinen Sinn, dass Sie die einzelnen Speichergrößen der Elemente aufaddieren. Sie wollen vielleicht später mal die Struktur erweitern. Es kommt noch ein zusätzliches Element dazu. Dann ist Ihre Allokierung fehlerhaft, wenn Sie die Elemente aufaddieren und vielleicht das zusätzliche Element vergessen. Also unbedingt bei malloc im Zusammenhang mit Strukturen den Operator SizeOf verwenden. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit bei Strukturen. Das letzte Element, beispielsweise hier die Adresse, sie muss nicht für jeden Kunden 256 Zeichen groß sein. Sie ist wahrscheinlich in vielen Fällen sehr viel kleiner. Das kann ich dynamisch anpassen. Das heißt, die Anzahl der Bytes, die ich für eine Struktur allokiere, kann ich ja beim Aufruf von malloc vorgeben. Und damit kann das letzte Element einer Struktur dynamisch erweiterbar sein. Man nennt sowas eine sogenannte unvollständige Datenstruktur. Sie verstehen jetzt sicher gleich, warum diese Art Struktur unvollständig heißt. Ich habe mal hier ein vereinfachtes Beispiel mit nur zwei Strukturelementen, der Kundennummer und dem Namen. Der Name ist in der Größe veränderbar. Er wird hier mit genau einem Byte in der Struktur reserviert. Nun ist für Sie klar, wenn ich Speicher für diese Struktur allokiere, dann bleibt kein Speicher, um eine Zeichenfolge abzulegen. Es ist genau ein Zeichen, nämlich die Nullterminierung, reserviert. Das heißt, statisch hat diese Art Struktur natürlich keinerlei Verwendung. Ich kann einen Kunden mit einer Kundennummer, aber ohne Namen abspeichern. Dynamisch können wir aber den Speicher für das letzte Element beliebig groß machen. Wir haben jetzt bereits ein Element in der Struktur gespeichert. Das definiert uns die Nullterminierung. Das heißt, wenn wir zusätzlich die Länge des Namens allokieren, dann können wir in der Struktur sowohl die Kundennummer als auch den Namen und die Nullterminierung abspeichern. Ich zeige Ihnen mal hier das Beispiel. Wir wollen als Namen Bach ablegen, also vier Buchstaben. Das wären eigentlich fünf Zeichen mit der Nullterminierung. Wir allokieren jetzt Speicher in Größe der Struktur, also IT Kunde, IT für Incomplete Type. Für Neukunde wird Speicher allokiert, die Größe Size of IT Kunde plus die Länge des Namens. Danach habe ich genügend Speicher, um den Namen in das Feld Name abzuspeichern. Das ist hier nochmal dargestellt. Die Kundennummer ist quasi bei uns jetzt hier gedacht 4 Bytes groß. Dann hätten wir innerhalb der Struktur noch die Nullterminierung. Es kommt noch die Länge des Namens hinzu. Wir können die vier Buchstaben reinkopieren, hinten die Nullterminierung anfügen und wir haben eine Struktur, die sich dynamisch der Größe des Namens anpasst. Das ist jetzt allerdings eine Vorgehensweise, die aus der C90-Zeit stammt. Mit dem C99-Standard und dem C11-Standard ist es möglich, dass Sie die unvollständige Datenstruktur, das heißt die Größe des Arrays, offen lassen. Sie können also Charakter, Name, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu als letztes Element in einer Struktur schreiben. Das ist die vom Standard bevorzugte Schreibweise für unvollständige Datenstrukturen. Ich habe mir bei Zeichenketten angewöhnt, die alte Vorgehensweise zu verwenden, das heißt in der Struktur ein Array der Größe 1 zu hinterlegen, damit bei der Zeichenkette die Nullterminierung berücksichtigt wird. Würden Sie also nach C99 eine unvollständige Datenstruktur für eine Zeichenkette anlegen, dann müssten Sie zusätzlich noch ein Byte für die Nullterminierung reservieren. Also hier nochmal dargestellt die Strukturgröße und die Stringgröße und beides zusammen addiert gibt die Größe für die erforderliche Struktur. Ja, es sei nochmal darauf hingewiesen, Sie können natürlich nur das letzte Element, also in einer Struktur immer nur ein Element dynamisch anfordern. Wir können also nicht Vorname, Nachname und Adresse dynamisch anfordern. In dem Beispiel wäre lediglich die Adresse dynamisch anpassbar. Ja, kommen wir zur Verwaltung von Datensätzen.
Die einfachste Verarbeitung von Daten ist das Speichern von Strukturen als Zeiger in einem Feld. Ich kann in meiner Anwendung ein Feld definieren, hier Beispiel ein Feld Kunden der Größe Max mit Zeiger auf die Kundenstrukturen. Die Vorgehensweise ist nun wie folgt. Die Struktur ist initial mit Null vorbelegt. Wenn ein Kunde dazukommt, dann kann ich den Kunden anlegen und kann ihn in einen freien Element meines Feldes eintragen. Also da, wo nicht Null im Feld steht, ist Platz für einen Kunden. Ich könnte weitere Kunden zuweisen. Die einzige Einschränkung ist, dass ich Max Kunden maximal habe. Dafür ist die Verwaltung sehr einfach. Wenn ich einen Kunden lösche, gebe ich den Speicher frei und setze den entsprechenden Eintrag im Feld auf Null. Und damit habe ich wieder Platz für einen neuen Kunden. Ich zeige das mal kurz in C, die Prozedur Kunden anlegen. Wir übergeben ein Feld mit den Kunden, Vor- und Nachname des Kundens. Wir allokieren Speicher für einen Kunden, eben entsprechend der Kundenstruktur Größe. Dann kopieren wir Vorname, Nachname. Ich habe jetzt hier als Beispiel, dass wir eine Kundennummer automatisch hochzählen. Das heißt, wir geben die Kundennummer eben mit plus Kundennummer an. Damit kriegt jeder Kunde eine eindeutige Nummer. Jetzt schauen wir in dem Feld, wo ein Platz frei ist. Und da, wo ein Platz frei ist, dort schreiben wir unseren aktuellen neuen Kunden hin. Falls das Feld voll ist, wir also nichts eintragen können, dann geben wir den Speicher von Neukunde wieder frei. Theoretisch müssten wir uns natürlich jetzt noch um Fehler kümmern. Das ist jetzt im Rahmen dieser Folie nicht betrachtet. Das Problem, das wir natürlich haben, ist, das Feld kann zwar sehr schön dynamisch verwaltet werden, wir können Kunden eintragen, austragen, wir können sie sortieren, wir können sie verschieben, aber unser Feld zur Verwaltung hat nach wie vor eine statische Größe. Die Lösung ist ganz einfach, wir können natürlich ein dynamisches Feld verwenden. Das heißt, anstelle Kunden Max zu definieren, unser Kunden ist ein Zeiger auf einen Zeiger, also für uns betrachtet ein Feld von Zeigern. Wir allokieren dynamisch, jetzt hier erstmal mit Max, legen die Kunden an und wenn unsere Struktur voll ist, also hier dargestellt Max minus 1 besetzt ist, dann können wir ganz einfach neuen Speicher anfordern und typischerweise verdoppelt man die Größe eines dynamisch angelegten Feldes, um nicht allzu oft Realloc aufrufen zu müssen. Jetzt ist hier noch dargestellt, wir müssen natürlich dafür sorgen, Realloc initialisiert nur den bisherigen Speicher, das heißt die Hälfte des neuen Feldes ist nicht initialisiert. Wir müssen also da überall noch Null eintragen. Das ist jetzt mal hier nur exemplarisch an einem, nämlich dem letzten Element, zweimal Max minus 1 dargestellt. Also Realloc, wie wir in der letzten Vorlesung gehört haben, liefert einen größeren oder kleineren, in unserem Fall eben einen doppelt so großen Speicher und kopiert die alten Daten dahin. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass der Rest des Feldes auf Null zeigt, weil unsere Verwaltung natürlich davon ausgeht, wo Null im Feld steht, ist ein Platz frei. Würden wir nicht initialisierten Speicher verwenden, dann hätten wir jetzt keine neuen Plätze für Kunden gewonnen. Dann würden da wahrscheinlich lauter unsinnige Daten drinstehen. Das heißt, die Lösung ist ein dynamisches Feld und das schauen wir uns jetzt gleich in der Virtual-C IDE noch an. Wir fangen erstmal einfach an. Wir verwenden erstmal ein statisches Feld. Ich lege mir dazu eine Struktur, Type Dev Struct, an und wir verwenden gleich eine unvollständige Datenstruktur. Das heißt, meine Kundennummer ist mein erstes Element und ich nehme jetzt einfach nur einen Namen, so wie auf der Folie gezeigt, der Größe 1. Und das ist hier jetzt mein T-Kunde. So, wir schreiben eine kurze Prozedur, um die Kunden auszugeben. Also void print Kunde. Und wir übergeben ein Feld mit Zeigern. Und damit es dynamisch bleibt, übergebe ich noch die Anzahl. Die wird jetzt am Anfang erstmal fix auf Max sein. So,
Es ist ein Zeiger, das heißt, wir prüfen ab, ob Kunden definiert ist. Falls Kunden definiert ist, geben wir die Kunden aus, also i kleiner max Kunden i plus plus. Wir sagen, falls Kunden am Index i, also wenn es nicht null ist, dann geben wir mit printf, ich gebe erst die Kundennummer. Name ist ein String. Und das ist jetzt unser Kunden beim Index i. Dort liegt ein Zeiger. Das heißt, wir brauchen den Pfeil. Das ist Kunden, Nummer und Kunden, Name. So, und das war auch schon unsere Vorschleife. Das heißt, wir gehen über alle Kunden rüber. Wenn dort nicht null liegt, dann geben wir aus unser Kunden F. Und damit haben wir eine Funktion, mit der wir schauen können, was in unserem Array so alles drin steht. Kommen wir als nächstes zum Anlegen eines neuen Kundens. Wir machen die Kunde Stern als Rückgabewert. Wir machen jetzt mal eine Create Kunde. Und die Funktion bekommt den Namen übergeben. Wir arbeiten mit einer unvollständigen Datenstruktur. Das heißt, unser New Kunde ist malloc. Wir allokieren Speicher für die Struktur, und zwar size of t Kunde plus die Länge des Namens. Wenn wir nochmal kurz zurückschauen, unser Name ist genau 1 groß, das ist die Nullterminierung. Unsere Kundennummer ist 4 Bytes in dem Beispiel. Das heißt, wir allokieren hier 5 Bytes für T-Kunde plus die Länge des Namens. Da haben wir 4 Bytes für die Kundennummer und natürlich den Rest für den Namen plus die Nullterminierung. So, falls jetzt das New-Kunde Speicher hat, also der Aufruf erfolgreich ist, dann kopieren wir in unser New Kunde Namefeld erstmal den Namen rein und unsere New Kunde Kundennummer ist Kundennummer. Wir machen ein Präinkrement, können wir bei 0 starten. Und die Kundennummer legen wir uns natürlich noch als statische lokale Variable an. So, bei Erfolg gibt es den Zeiger New Kunde zurück. Und bei Misserfolg kriegen wir natürlich von malloc null, dann geben wir null zurück. Wir können das jetzt einmal ganz kurz testen, dass Sie sehen, wie so eine unvollständige Datenstruktur funktioniert. Ich lege mir jetzt einfach einen Kunde an und übergebe hier zum Beispiel die Anna Adam. Schau mal, ob das passt. Wir haben noch irgendwo einen Fehler und natürlich ein Komma. In der Funktion printf, Nummer, Name, Strichpunkt. So, jetzt muss das passen. Name kann natürlich null sein, das sollten wir auch noch abfangen. If not Name, return null. Jetzt sollte das Ganze passen. Okay, wir schauen mal rein, wenn wir
unsere Variable Kunde erstellen. Wir springen in die Funktion Create Kunde hinein. Wir sehen jetzt schon, wir übergeben Anna Adam. Wir allokieren jetzt Speicher für New Kunde. Wir sehen jetzt schon, wir haben jetzt mehr Speicher als hier oben dargestellt, da waren nur die 5 Bytes dargestellt. Wir haben jetzt den Speicher, der für die Kundennummer und natürlich die Zeichenkette Anna Adam erforderlich ist, allokiert. Jetzt kopieren wir den Namen rein. Das passt genau, Anna Adam. Jetzt kommt die Kundennummer, das ist die 1. Und wir geben unser Return New Kunde zurück. Und wir sehen jetzt auch im Main wird es aktualisiert. Da steht jetzt mehr drin. Das heißt, unser Kunde zeigt jetzt auf eine Adresse. Kann auch mal hexadezimal ausschalten. Kriegen wir hier die Adressinformation. Der angeforderte Speicher liegt auf dem Heap. Und wir können auch im Heap-Fenster beobachten, was an Speicher dort belegt ist. Das ist jetzt hier eben unsere Kundennummer und unser Anna Adam an der Adresse 11-3x018 Hex. Okay, Create-Kunde funktioniert. Dann können wir jetzt mit unserer einfachen Kundenverwaltung weitermachen. Machen wir das Fenster zu und kommentiere das hier mal aus. Wir möchten Kunden hinzufügen. Das heißt, wir schreiben eine Funktion, die heißt add. Die bekommt ein Feld von Kunden, T-Kunde, mit Zeigern auf Kunden, T-Kunden als Feld übergeben. Und sie bekommt als zweites den Namen. Dann tue ich mir im Main-Programm einfacher. Ich muss nur einen Namen übergeben. So, falls jetzt natürlich... Fangen wir gleich ab. Falls nicht Name oder nicht Kunden, dann gehen wir mit Return 0 raus. 0 heißt, es ist ein Fehler aufgetreten. Wir legen uns hier auch wieder unseren Kunden an und den erzeugen wir uns gleich mit Create Kunde. Damit machen wir aus der Zeichenkette, aus dem Namen, ein Kundenobjekt. Und auch hier fangen wir gleich ab, falls das nicht ist, also wenn der Speicher nicht allokiert werden konnte, gehen wir mit Return 0 raus. So, jetzt haben wir den Kunden. Das heißt, jetzt schauen wir mal in einer Vorschleife. Das heißt, ich lege mir das i außerhalb an. Sie werden auch gleich sehen, warum. Ich gehe jetzt in einer Vorschleife von i bis kleiner max i++ und schaue, ob in der Struktur Kunden bei Index i null steht. Wenn das der Fall ist, dann springen wir aus der Schleife einfach heraus. Das heißt, haben wir einen freien Eintrag im Feld gefunden, wird unser i auf diesen freien Eintrag zeigen. Ansonsten ist natürlich das i gleich max, wenn wir die Schleife vollständig durchgelaufen sind. Wir können also jetzt im Anschluss prüfen, falls das i kleiner dem max ist, dann haben wir Erfolg. Wir tragen in Kunden Index i unser New Kunde ein, geben Erfolg zurück, sagen Return 1 und im anderen Fall sagen wir ein Return 0. Was wir noch tun sollten, wir sollten natürlich New Kunde freigeben. New Kunde wurde allokiert, wir sollten es wieder freigeben, melden einen Fehler und kehren aus Add zurück. So, wir testen das Ganze jetzt in unserem Main, also T-Kunde Stern. Wir haben immer noch einen Zeiger, aber wir wollen jetzt ein Array. Ich nenne es jetzt Kunden.
Das ist max groß und wir initialisieren das Feld mit null. So, wir können mit add jetzt Kunden hinzufügen, also add Kunden, und ich kopiere mir mal die Anna Adam. Add Kunden den Bernd Bertram. Also ich überprüfe jetzt nicht den Rückgabewert von add. Das sollten wir natürlich auch tun. Aber das lasse ich jetzt mal weg. Wir können dann einmal print Kunden ausgeben. Die Anzahl ist max. Wir können mal hart einen Kunden löschen. Also Kunden Index 1 löschen wir einfach und Kunden Index 1 ist null. Und dann können wir noch add Kunden. Können wir den TC einfügen als kurzer Name. Ja, und jetzt können wir mal schauen. Habe ich jetzt doch Print Kunden genannt? Print Kunde. Nennen wir es Print Kunden. Print Kunden. Jetzt passt es. Da stört er sich jetzt natürlich daran, dass ich hart einfach hier etwas freigebe, wo er nicht erkennt, dass es allokiert wurde. Schauen wir uns das Programm mal an, schrittweise. Wir starten am besten mal hier, da ist das Array initialisiert. Unser Main hat jetzt die Kunden, wir sehen 5 Einträge. Ich habe Max auf 5 gesetzt. Ich springe jetzt mal über die Add-Funktion einmal drüber. Dann sehen wir jetzt, erste Kunde ist unsere Anna Adam. Das ist noch ein bisschen kleiner. Wir springen nochmal drüber. Zweite Kunde ist unser Bernd Bertram. Dritte Kunde ist unser Karl Kopper. Wir sehen jetzt, dass die Elemente auf dem Heap angelegt wurden. Das heißt, wir können hier auf dem Heap auch verfolgen, unsere 1, 2, 3. Anna Adam, Bernd und der Karl. Wir geben mal kurz die Kunden aus. Wenn wir einen Kunden löschen, dann sehen wir, ist jetzt da erstmal die Information bereits zerstört. Das heißt, wir sehen, der Speicher ist ungültig geworden. Wir setzen auf Null. Dann findet unser neues Add natürlich den Eintrag. Das heißt, unser TC wird jetzt an der Stelle eingetragen, wo gerade das erste Feld frei ist. Wenn wir drüber springen, sehen wir, dass hier unser TC mit der Kundennummer 4 eingetragen wird. Wir können das Ganze nochmal beobachten. Wir starten nochmal neu. Wenn wir auf dem Heap schauen, es kommt erst die Anna, der Bernd, der Karl. Wir löschen den Bernd und wir legen jetzt den TC an und wir sehen, TC kriegt die gleiche Adresse wie vorher der Bernd hatte. Das liegt daran, dass natürlich auf dem Heap genügend Speicher für TC zur Verfügung steht. Das heißt, der nächste freie Speicher wird hier verwendet. Das zeigt aber auch, wie gefährlich es ist, einen Pointer nicht auf Null zu setzen, denn sonst könnten wir hier jetzt mit falscher Information weiterarbeiten. Jetzt schauen wir noch einmal ein letztes Mal ganz kurz in die Funktion add hinein, was passiert. Mit step into hineinspringen. Wir kriegen unseren Namen, wir prüfen, ob Name und Kunden gesetzt ist. Ich springe mal drüber, legen den neuen Zeiger an. Unser Zeiger ist angelegt. Es war erfolgreich. Wir schauen in unserem Array, ist dort ein Platz frei. Das ist jetzt gleich natürlich der erste Platz. Gehen raus. Damit können wir anlegen. Bei Index i ist gleich 0 unser neuen Kunden. Und das Kundenarray, das ist ja das Array, was hier im Main übergeben wird. Das heißt, hier wird jetzt unser erster Kunde eingetragen. Und den Rest haben wir schon gesehen. Den kennen Sie bereits. Wir schauen uns jetzt gleich im zweiten Teil an, wie wir das Ganze in ein dynamisches Array umschreiben. Bis gleich.